tatsächlich mal als gut. Ne? Das glaubt ihr nicht. Cremeschante kostet hier sogar 61. Ich hatte das gestern für 60 gesehen bei A101 statt 55. Ich habe Vishne Limon Chilek gekauft, also ein Fruchteistopf mit Zitrone, Kirsche und Erdbeer. Mal gucken, wie das schmeckt. Tja, jetzt bin ich gleich da, ein Berg noch.
So, ich habe ein Stück Brot essen müssen, weil ich hatte Hunger. Und eigentlich wollte ich das Eis essen, was ich gekauft hatte, aber das ist ein bisschen angetaucht auf dem Weg hierher. Da habe ich gedacht, ich lasse das mal lieber noch im Eis. Und ich hoffe, dass die Kühlkette eingehalten wurde. Knempstand stand, ne? Statt 55, jetzt 61 irgendwas. Also, früher war das ein Brot. 4 Teller hat ein Brot gekostet oder 5 Teller. So viel ist das jetzt die Spanne, die teurer geworden ist. Noch zu letzter Woche ist alles teurer geworden. Ne? Auch Brot, wie gesagt, 1 Teller teurer. Kannst du gucken im Supermarkt hier, wie das alles teurer wird. Das ist richtig doof, wirklich. Du kannst doch nicht andauernd alles immer wieder teurer machen, jede Woche, ja, gefühlt. Ja, aber so ist das halt. Müssen wir mit leben, inshallah. Können wir nichts machen. Ich wollte jetzt diese Gardine einmal anbringen. Leider kann ich dann die Küchengardine nicht austauschen. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber auch nicht so schön. Wir müssen damit leben. Ich habe die Gardine vorhin genäht, heute Morgen. Und dementsprechend muss ich sie jetzt nur noch einmal anbringen. Die hatte ich umgenäht heute. Dann werde ich sie jetzt da dran machen. Aber ich glaube, der Tisch ist nicht stabil genug, um da drauf zu klettern. Deswegen werde ich den wahrscheinlich mal wegschieben müssen, ne? Fürchte ich. Das kommt da ja nicht hin. Ich brauche eine Leiter. So. Mal eben gucken, wo habe ich die hin? Da hinten. Hat sich alles gewaschen vorhin, ist natürlich trocken geworden. So. Hier passt es ganz genau. Auf der anderen ist es ein bisschen knapp, aber hier passt es genau. Hätte ich hier tatsächlich vielleicht ein bisschen weniger nehmen können, damit da ein bisschen mehr ist, aber egal.
Ja, sieht schön aus. Guck, stört auch nicht, dass das jetzt anders ist, aber natürlich ideal ist das nicht. Hätte schon gut gefunden, wenn ich das da jetzt auch hätte machen können, aber ja, nicht schlimm. Katzi ist da, guck mal. Was möchtest du denn da? Willst du auf Vogelsuche gehen? Ist auf Vogelsuche? Sag mal, Ist auch ganz schön mutig, ne? Geht direkt zum Hundegehege. Vogeljagd. Ja, also wenn ich dann im Internet noch mal was sehe, dann würde ich das dafür auch kaufen. Aber ich weiß nicht. Ich hatte ja auch gedacht, dass das so unten die gleiche Gardine ist, aber ist sie nicht. Also da muss ich schon richtig genau gucken, damit ich da auch die richtige hole und nicht die falsche. Das sieht man nicht so richtig im Internet leider. Das fällt nicht so richtig, weil da unten noch dieser Farbtopf liegt. Und hier ist es auch nicht gut genäht. Guck mal, das haben die genäht. Das habe ich nicht gemacht. Ne? Das ist die Naht von denen. Total schittig. Oder ich muss einmal bügeln. Kann auch sein. Ich glaube aber, das ist ein bisschen schief genäht. Aber egal. So. Da vielleicht ein bisschen hier hin. Ist schon so gut. Ja, ich habe hier für diese Seite ja den Schal nicht bestellt, weil man hier immer auf und zu macht. Aber ich denke mal, ich muss hier auch den Schal bestellen. Das sieht sonst doof aus. Das sieht so, fehlt da was aus irgendwie, oder? Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Ja, gut. Dann können wir hier zusammensuchen, zusammensammeln. Und das mache ich mal eben. Alten Gardinen weg. Den Schrank natürlich. Vielleicht kann ich die eine dann damit in die Küchengardine ranhängen. Dann ist das ein bisschen vollständiger. Vielleicht könnte ich noch mal machen. Jetzt mal schauen. Vielleicht sieht das dann auch besser aus, wenn ich da so doppelt habe. Moment, wo ist das hier? Zusammenziehen. Leider. Ja, da kann ich die Gardine nicht zusammenziehen. Was ist mit der? Die ist auch nicht breit genug. Aber das müsste eigentlich reichen. Ich nehme das mal und mache das da oben an und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Wenn ich hier noch eine mehr habe, aber ich glaube, dann muss ich da wieder umnähen, ne? Die war nicht lang genug, oder? Die habe ich ziemlich kurz genäht, sonst würde wahrscheinlich dann nicht gut aussehen. Mal gucken. Ja, die habe ich zu kurz gemacht. Das geht nicht. Die wird wieder zu lang sein. Ja,
Die ist zu lang. Nee, ich habe jetzt aber keinen Bock, das nochmal umzunähen. Ja, die ist zu lang. Egal. Ich habe keine Lust zu nähen. Lass ich das erstmal. Ihr seht mich ja gar nicht mehr. Auch weg und nähen bin ich auch fertig. Messer kommt hier wieder hin. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen aufräumen. Pflanze muss ich hier unbedingt wegnehmen. Die gefällt mir überhaupt nicht hier. Ihr geht es hier auch nicht gut. Das ist viel zu wenig Licht. Leider. Da habe ich auch noch eine Menge. Gut, dann kann das auch wieder weg. Die ganzen Sachen. Wieder mit rein. Ja, den Schrank am besten. So. Ach so, Silikon wollte ich rausholen. Ich wollte mal gucken, ob ich das mit dem Silikon hinbekomme für meine Fenster da hinten. Ich habe ja Silikon geholt. Aber wo habe ich das hin? Wisst ihr das? Das ist das alte und das neue. Das will ich jetzt hier mal reinmachen.